Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Ministerpräsident der DDR, Modrow, hat vor der Volkskammer in Ost-Berlin versichert, dass vor den Wahlen am 6. Mai keine neuen Sicherheitsdienste eingerichtet würden. Alle bisherigen Entscheidungen werden aufgehoben. Die Regierungspartner der SED-PDS hatten sich zuvor von den Plänen Modrows, einen neuen Verfassungsschutz zu schaffen, distanziert. Modrow hat ferner angeboten, die Opposition an Regierungsämtern zu beteiligen. Die Volkskammer gab den Weg frei für die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen mit ausländischen Firmen. Die Verfassung der DDR wurde entsprechend geändert. Nach den Plänen der DDR-Regierung soll die Beteiligung von Ausländern an Gemeinschaftsunternehmen auf jeweils höchstens 49% beschränkt werden. Ausländische Mehrheitsbeteiligungen wurden in Einzelfällen jedoch in Aussicht gestellt. Am Rande der Volkskammersitzung ist Bundesfinanzminister Weigel mit Ministerpräsident Modrow zusammengetroffen. Der CSU-Vorsitzende mahnte die nötige Chancengleichheit für die Opposition im kommenden Wahlkampf an. Zugleich forderte Weigel in dem halbstündigen Gespräch die Möglichkeit für ausländische Firmen, sich auch mehrheitlich an DDR-Unternehmen beteiligen zu können. Die Höchstbeteiligung von 49% müsse fallen, wenn bundesdeutsches Kapital in großen Mengen in die DDR-Wirtschaft fließen solle, sagte der Bundesfinanzminister. Nach Angaben von Bundesaußenminister Genscher kann die DDR schon vor 1993 Mitglied der Europäischen Gemeinschaft werden. Genscher nannte drei Formen einer möglichen Annäherung an die Gemeinschaft: die Assoziierung, die Mitgliedschaft als eigenständiger Staat sowie eine Mitgliedschaft im Zuge der Entwicklung zur deutschen Einheit. Am zweiten Tag seines Besuches in Litauen hat der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow überraschend ein Gesetz angekündigt, das den Austritt einer Republik aus der UdSSR regeln soll. Zugleich forderte er die Litauer auf, in der Sowjetunion zu bleiben. Mehrmals diskutierte Gorbatschow mit Menschen auf der Straße. Litauische Politiker kommentierten die Äußerungen des Staatschefs zurückhaltend. Gorbatschow, der wegen der Abspaltung der litauischen Kommunisten von der KPDSU im Land ist, wird noch bis morgen in Litauen bleiben. In Aserbaidschan haben die Unruhen einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Stadt Lenkoran soll sich nach Zeitungsberichten in der Hand der Nationalisten befinden, die vor allem einen entschiedeneren Kampf gegen die Armenier fordern. An der Grenze zwischen Aserbaidschan und der autonomen Region Bergkarabach, die von Armeniern bewohnt wird, ist ein Offizier der sowjetischen Armee erschossen worden. Drei Wochen nach der Revolution gedachte die Bevölkerung in Rumänien der Opfer. Die Regierung hatte den heutigen Tag zum Nationaltrauertag erklärt. Staatspräsident Iliescu und Regierungschef Roman nahmen an einem Gedenkgottesdienst teil. Auf den Straßen wurde mit Kerzen an die Toten erinnert. Mitgliedsbücher der Kommunistischen Partei wurden verbrannt. Auf einer Protestkundgebung forderten Tausende, alle Kommunisten aus der neuen Regierung zu entfernen. In einer Rundfunkansprache gab Übergangspräsident Iliescu am späten Abend das sofortige Verbot der Kommunistischen Partei bekannt. Der Primas der katholischen Kirche in der Tschechoslowakei, Kardinal Tomaschek, hat ebenso wie Staatspräsident Havel die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg bedauert und dafür um Entschuldigung gebeten. Tomaschek betonte aber, dass die Tschechen mit Recht eine Entschuldigung von deutscher Seite für die grausame Unterdrückung durch die Nazis erwarteten. Die Astronauten der amerikanischen Raumfähre Columbia haben einen Forschungssatelliten geborgen. Die 11 Tonnen schwere Sonde drohte in der Erdatmosphäre zu verglühen. Damit wären Forschungsergebnisse der letzten 6 Jahre verloren gegangen. Eine halbe Stunde benötigte die Astronautin Bonnie Dunbar, um mit einem neu entwickelten Robotergreifarm den Satelliten einzufangen. Congratulations on a job well done. Im Viertelfinale des Grand Prix-Turniers von Sydney, Australien, hat Karl-Uwe Steeb seinen Davis-Cup-Kollegen Boris Becker geschlagen. Mit seinem 7:6 und 6:3 Sieg ist Steeb der erste deutsche Bezwinger Beckers seit fast 6 Jahren. Und nun die Wettervorhersage für Samstag, den 13. Januar. Im Norden meist stark bewölkt und zeitweise etwas Regen. Im Süden überwiegend neblig trüb. Vor allem in höheren Lagen auch aufgeheitert und im Wesentlichen niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen im Norden 6 bis 2, sonst 0 bis minus 5, südlich der Donau örtlich bis minus 15 Grad. Höchstwerte im Norden 4 bis 8, sonst minus 2 bis plus 3 Grad. Schwacher, im Norden mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten, am Sonntag keine durchgreifende Änderung.
Das waren die letzten Nachrichten der Tagesschau. Wir melden uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten.